So. Ja, ich begrüße euch zur nächsten Folge, neuen Folge, keine Ahnung, je nachdem. Wir werden jetzt mit Piero reden, nachdem wir. Hallo. Ja. Entschuldigung. Es tut mir leid. Das habe ich hier Faden verloren, weil ich gerade schon mal reingeguckt habe. Fangen wir nochmal an, okay. Auch wenn ich jetzt schon die Aufnahme weiterlaufen lasse, einfach. Ich begrüße euch, wie gesagt, herzlich zum. Sagen Sie, was Sie wollen. Der königliche Arzt kennt seine Weinsorten. Ja. Zum weiteren Folge vom Let's Play von Dishonored. Hallo. Jeder weiß, dass Sokolov praktisch süchtig ist nach einem seltenen Likör namens King Street Brandy. Wo krieg ich den? Aber zufällig besitze ich eine Flasche. Okay. Es widerstrebt mir nur, sie Ihnen für Sokolov zu geben. Sie war nicht billig. Ein teures Getränk. Eine Mischung aus seltenen pandysianischen Gewürzen und einem Tropfen Balöl. Würden Sie sie vielleicht kaufen wollen? Ja, na Wahl. Fortsetzen. Den nehmen wir. Boah, das ging aber eigentlich. Ich dachte, das ist teurer. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Verbesserungen. Was haben wir denn alles da? Schleichschuhe. Schleichschuhe sind gut. Die nehmen wir. Was brauchen wir noch? Kugelkapazität eher weniger. Nochmal Schleichschuhe. Schleichschuhe sind gut. Wir schleichen. Damit sind wir nicht, nämlich nicht die besten. Armbrustreichweite nehmen wir ein bisschen höher. Jawoll. Schwuppsa. Du hast noch 450 Münzen. Aber wenn man noch ein bisschen was. Hier an den da ein bisschen einkaufen. Patronen und Kabelgepäck brauchen wir ganz dringend. Davon haben wir keine mehr. Das stimmt. Da hätte ich jetzt beinahe, die hätte ich beinahe vergessen. Wir hätten noch eine Rune kaufen können, das ist richtig, aber naja. Ich denke mal, das war jetzt wichtiger, dass wir jetzt hier erstmal unsere Fähigkeiten aufbessern und auch unseren Nachschub quasi regenerieren. Und die Schleichschuhe. Überlasse ich Ihnen. Ja. Aber wenn Sie die Befragung Sokolovs ermüdet, sollten Sie von seinem legendären Durst nach King Street Brandy wissen. Haben wir schon. Hier findet man keinen billigen Fusel. Hallo, geht mit dir. King Street Brandy? Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben Sie schon eine Maske, nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lordregenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten besiegen und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Okay, also wir müssen die Person nah ausschalten quasi. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Will ich wissen, warum der Onkel nach dir sucht? Nein, ne? Ich hab's ja gewusst. Ich wusste, dass Sokolov uns sagt, was wir wissen wollten. Er mochte den Lordregenten noch nie. Wäre ich auch nicht. Das ist mega geil. Das Problem an der ganzen Geschichte, ich komme mir echt vor wie so ein Laufbursche hier. Mach mal dies für mich, mach mal das für mich. Obwohl ich die Sachen, die Leute mir teilweise hier in die... Aber natürlich.
Oh, Emily, hi. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. In der Golden Cat sah alles so schick aus. War irgendwie anders schick als im Palast. Madame Prudence sagte, dass die Damen dort Prinzessinnen wären und die Männer kämen, um sie zu bewundern. Ansichtssache. Als den Kind auch keiner erklärt hat, was denn in der Golden Cat alles gelaufen ist. Naja, gut. Ja, das Geräusch, was ich gerade gehört habe, das war übrigens unser allerbester Freund, der liebe Herr Brumme, der mich gerade anschrieb, nachdem ich ihm was gezeigt hatte eigentlich. Na gut. Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Na klar, Samuel. Bring mich zum Boyle-Anwesen, Samuel. Das Schlimme an der Geschichte ist, ich weiß, dass jetzt es echt hart wird. Ich hab's beim ersten Mal schon ein bisschen verkackt, ein bisschen. Und deswegen wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, ohne dass wir es verkacken. Aber das war die Tallboys genannt. Genau, Schlitzenläufer genannt Tallboys. Die rennen hier so rum. Die kennen wir bisher nur aus der... Meine Güte, der Lordregent legt sich für die Boys ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Kann man nicht wieder zurückfahren? Ich frage ja nochmal, hat mich aber nur mal interessiert. Na gut, wir gehen einmal eine Runde schwimmen. Ich will mich mal anschleichen. Achtung, Bürger! Räumen Sie die Straßen! Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge. Jetzt geht's hier nicht auch noch los. Oh, warte. Blöden Fische, blöde. Ja. Nerv mich nicht, du Fisch. Ha! Da ist er. Blöden Dinger, blöde. Oh, Feuerwerk! Das feuern die vor allen Dingen sekündlich ab. Immer so als Hinweis. Kann man hier rein? Nee, ne? Ist das ein Verbrechen? Warte doch. Ein paar Aufseher gingen vorbei und hatten eine ihrer. Na, du weißt schon. Eine ihrer Spieluhren. Sie hörte also mit dem Singen auf, als sie vorüberging. Und sie dachten, sie wäre eine Hexe. Du hättest es sehen sollen. Sie sind mitten durch die Rosen, haben sie niedergeworfen und dann zum Orden geschleift. Und sie sagen, wir wären dumm. Wir brauchten einen vom Regenten beglaubigten Schrieb, um sie frei zu bekommen. Aber dann ist sie nicht mehr die gleiche. Wundert mich nicht. Hab da so Geschichten gehört. Sie will nicht darüber reden. Eines Tages werde ich einen dieser Fanatiker auseinandernehmen. Und ich gebe dir Rückendeckung. Die können mich am Arsch lecken. Da steht ein Torboy rum. Ich will aber erstmal da hoch, irgendwie. Wachen! Ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber ich weiß nicht. Hierher! Irgendwer! Das war's mit dir! Hä? Ich weiß nicht, wen ihr gerade versucht zu hauen, aber...
macht ihr mal? Der Feigling wird geflohen. Ich finde dich schon noch. Ach, Scheißding. Ja, sucht mal überall. Ich versuche jetzt mal ein bisschen zu überleben, ne? Ich werde dich den Hunden zum Fraß vorwerfen. Ja, irgendjemand. Ich höre da hier was. Go away, he doesn't hear anymore. Und ein Schrein. Schauen wir uns erstmal das hier. Dann kümmern wir uns da drum. Jetzt. Einer Feier, Corvo? Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab. Während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Naja, also, irgendwie schon, ja, richtig, aber, ne? Tagebuch der Lumpengräfin. Ich hätte ihn nicht trauen. Ich kann ihn nicht trauen. Man kann nicht lieben, wenn man nicht vertraut. Das ist das Lied, das die Vögelchen singen, wenn es kalt wird oder schlechte Wetter, das sie aus ihren niedlichen, selbstgebauten Häusern vertreibt. Niedliche Häuser, ruiniert, nutzlos. Deswegen hassen die Vögelchen das Wetter, das sie betrogen hat. Sie ziehen los, um nach neuen Häusern zu suchen, die nicht so kalt und düster sind. Ich ziehe auch los. Meine Reisetasche ist gepackt, so düster. Wohin man auch schaut, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber... Ich kenne dich nicht, geh weg. Und der Tallboy hat es eigentlich gesehen normalerweise. Hätte er eigentlich gesehen. Aber er ist doch ein bisschen blöd. Das nutzt man, dass er so ein bisschen blöd ist.
Das Schlimme ist halt, dass ich den so einen Tallboy nicht einfach so einfach nur umnieten kann. Das tut es nicht leider nicht, weil die Viecher echt zu böse, große. Keine Ahnung, irgendwie, das, man kann halt nicht ran. Das ist der Nachteil der Geschichte halt. Und dieses Ding steuert hier auch bloß die Lichtanlage, wenn ich das richtig sehe. Wenn man das irgendwie nutzen kann, weiß ich noch nicht so genau. Irgendwie müsste man ja das eigentlich auch ausmachen können, denke ich, oder? Ja, nee. Der Ratte. Ich wollte das noch mitnehmen. Gibt es hier noch irgendwas, was wir brauchen können? Nee, ne? Okay. Kommen da nicht hoch gerade, weil die halt offen ist. Kann man das irgendwie zumachen? Wo ist die Steuerungskonsole dafür? Wenn man das zumachen könnte, dann könnte ich da oben drüber. Aber so wird es ein bisschen schwerer. Aber das kriegen wir hin. Diese Tallboys, ne? Die sind echt böse. Die Raketenschuss sind die echt nicht leicht zu nehmen. Mal ihr noch Schutzschild haben, nämlich. Aufpassen, hier schleicht sich jemand. Waffen, aua. Stirb, verdammt! Aus der Schusslinie! Attentäter, Hilfe! Feuer! Ach, jetzt geht der Tommy doch wieder auf den Sack. Ins Wasser kommen die Tallboys nämlich nicht. Das ist der Vorteil der Geschichte. Aber da sind die Dinger echt so nervig. Das glaubt ihr gar nicht.
Tür ist zu. Ich dachte, ich geh da rein, aber ne. Ach, nervt er nicht, die komischen Fische. Ach, Mann! Das läuft gerade echt nicht gut. Muss ich einfach sagen, ne? Aber das haben wir uns darauf geeinigt, dass es nicht gut laufen wird. Die Taube ist wieder da. Mal in dieses komische Kabuff hier rein. Sie nennen mich zwar Attentäter, aber genau das wissen sie auch noch nicht. Ach, scheiße. Zock mal hier Müll und bleiben hier, bis der Taube weg ist. Ich höre ihn ja stapfen. Torboys sind halt wirklich auf schnellsten läufende Gegner, die mit Raketenpfeilen durch die Gegend schießen. Die mir echt auf den Sack gehen. Die kälten sowas durch ihren komischen Schild, den sie drum sich herumtragen noch. Sind die echt schwer zu knacken, aber. Hallo! Dieser Abschaum konnte doch sehen, was auf sie zukommt. Ich sollte sie alle herauswerfen. Jeden von ihnen. Was für eine Festung. Was? Oh nein, meine Einladung. Matty, jagen Sie ihr nicht hinterher. Sie wissen nicht, was in diesen Gebäuden ist. Kein Ort ist mehr sicher. Ich verstehe nicht, was... Du. Die nehme ich mal. Hallo, Herr Schiffer. Ihre Einladung, bitte. Aber sicher, dort. Hier ist meine Einladung. Mit denen. Uns bleibt wohl keine Wahl, als mitzuspielen. Das wird, Bruno. Das wird sicher unfassbar lang. Immer hier entlang, Sir. Wenn ihr keinen Spaß haben wollt, solltet immer doch gern. Nach Hause gehen. Wenn wir es den Wein haben, werde ich schon damit klarkommen. Harold ist stolz darauf, schwierig zu sein. Wie ihr stolz darauf seid, umgänglich zu sein? Sollen wir hineingehen? Emma bestand darauf, uns vor dem Eingang zu treffen. Ich werde mir von der Warterei noch die Seuche holen und stecken. Ah, Mr. Bunting. Wir hatten gerade jemanden, ja, der sich für Sie ausgegeben hat. Willkommen. Na, so war es aber auch. Schon wieder so ein Spiel. Darf ich da mal kurz mehr mal stören? Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch... Die Vorzüge der Torboy. Außer der Briefe. In der Tat, das glaube ich. Aber eine Träne ohne das eine Schwarz und ein Weiß.
Nicht ein Balkon? Schaffen Sie es dort hoch, finden Sie sicher einen Hinweis. Ich würde eher nach Süden zum Kugeln stellen. Die Stadtwache ist heute Abend überall. Aber zumindest denken Sie nach. Es muss noch andere Hinweise geben. Waverly trägt gern Rot. Das weiß jeder. Zu offensichtlich. Wissen Sie, es soll noch andere Wege in Esmas Gemächer geben. Oh, jetzt schmeicheln Sie sich selbst. Ich denke nur laut, meine Liebe. Hallo, Mahlzeit, ja. Hallo. Hallo. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Morgen. Ja, wir gehen dann mal ins Boy-Anwesen. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Na gut, dann tragen wir uns mal noch ein, ne? Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Ach komm, wir unterschreiben auch nochmal ins Gästebuch eintragen, oder? Nicht eintragen, wir tragen uns mal nicht ein. Macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Entschuldigung, mein Cousin ist ein Marquis. Ich meinte doch nicht Sie. Aber die Leute sind verzweifelt. Und die Boyles stehen derzeit im Geld. Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Wird ihre Besessenheit mit diesen Boy-Frauen jemals enden? Haben Sie von Mrs. Brinsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener, einen Straßenjungen auflesen, gerade einmal 16 Jahre alt, keine Angehörigen. Ich dachte, Sie würden sich nur für Ihre eigene Familie interessieren. Ich glaube, sie hat schon lange keine Familie mehr. Was hat das zu bedeuten? Und warum wissen Sie? Emma, dafür könnte sie der Orden einkassieren. Kein Reicher geht gegen seinen Willen irgendwo hin. Ach ja. Die Brinsleys haben im letzten Jahrhundert sehr viel verdient. Vielleicht funktionieren diese Rituale ja. Was ist mit dem Jungen geschehen? Angeblich hat er das alles sehr genossen. Eine Zeit lang. Eine Zeit lang. Okay. Willkommen, Amüsieren Haus Boyle. Hallo. Ja, guten Abend. Eine Lady Boyle. Willkommen auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Nein. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Wie ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Seien Sie nicht albern. Angeblich gehört den Boyles beinahe Ihr ganzes Gut. Und was, wenn ich Sie aus der Stadt bringen könnte? Weg von allem. Nach Sarkonos oder noch weiter? Ich glaube Ihnen nicht. Doch sollten Sie die Wahrheit sagen, sollten wir uns unterhalten. Aber nicht hier. Entschuldigung. Lassen Sie ihn in Ruhe. Das ist eine Feier. Das hier ist ein Gespräch unter vier Augen. Gruselige Maske. Das ist eine Feier. Da trifft man mal Leute. Treffen Sie so viele Sie wollen. Wir reden später. Ich finde Sie. Guten Abend. Und tschüss. Du hast da übrigens eine Spinne auf dem Kopf. Du hast so einen... Was für eine skandalöse Hallo. Maske. Ja, ne? Ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Naja. Können Sie mir einen Drink holen? Das okay. Wäre sehr freundlich. Gewiss, Madame. Machen wir doch. Was die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Wie auch die Seuche. Sind Sie sich, entschuldigen Sie. Der Lord, wer ist es da? Nur noch ein paar Drinks, dann lache ich über Ihre Maske. Du sind nur meine Freunde. Oh, glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Guten Tag, Sir. Meinen Sie nicht auch, dass mir diese Farbe steht? Wie fesch diese Wachen sind.